So, vielleicht ist sie ja hier drin. Och! Ja, bei allen schlampigen Schlammwürmern des Wattenmeers. Wer hat denn hier alles einfach in den Schrank gestopft? Ah, da ist ja meine Labertasche. Sowas braucht doch kein Mensch. Aha, na endlich, da ist sie ja. Opi, was machst du denn da? Na, das seht ihr doch, ich angle. Opi, müssen wir uns Sorgen um dich machen? Unser Kutter steht seit Jahren auf einem Felsen. Das Wasser ist viel zu weit unten. Was ihr nicht sagt. Ich mache das auch nur, weil ich immer am ersten Tag nach dem dritten Neumond im vierten Jahr angle. Hä? Tja, das hat sozusagen Tradition. Und diese Angel hat uns mal aus größter Not gerettet. Du hast einen Dosenöffner geangelt. Der Dosenöffner ist sozusagen der Angelhaken. Fehlt nur noch eine komplett erfundene Geschichte aus dem stillen Ozean. Wusstet ihr eigentlich, dass ich diese Angel gebraucht habe, als Hein und ich mal im stillen Ozean unterwegs waren? Na also. Wir lagen im Hafen von Klein Nirgendwo und bunkerten gerade Proviant für die große Überfahrt quer über den stillen Ozean. Plötzlich klopfte es an die Bordwand. Da stand die Pest auf der Hafenmauer und fragte, ob sie mit könnte. Ich war gerade nicht an Bord. Und da hat Hein einfach gesagt, na klar, fahr doch mit. Kurze Zeit später legten wir ab. Opi, die Pest ist eine Krankheit. Die klopft doch nicht an die Bordwand. Das stimmt. Manchmal kommt sie auch ohne anzuklopfen aufs Schiff. Aber jetzt lasst mich mal weitererzählen. Wir waren schon 2 Tage auf See, als plötzlich der Wind nachließ. Flaute. Totale Flaute. Und weil man da nichts machen kann, hingen wir erst mal faul rum. Tja, mir war klar, wenn die Flaute länger anhalten würde, würden unsere Vorräte nicht reichen. Und in der Tat, der Proviant wurde immer weniger, weniger, weniger. Und so vergingen die Tage, die Wochen und die Monate, ohne dass sich auch nur das geringste Lüftchen geregt hätte. Wir hatten schon Spinnweben an den Masten hängen. Und was war mit der Pest, Obi? Hattet ihr nicht auch die Pest an Bord? Die Pest? Die Pest, richtig. Also wir waren nicht weit weg von Madagaskar und hatten die Pest an Bord. Aber die Pest an Bord ist doch gefährlich. Genau. Nein, nein, die Pest konnte uns nichts anhaben, denn die war seekrank geworden und hing die ganze Zeit über der Reling. Tja, so war das. Und wie seid ihr da wieder weggekommen? Und überhaupt, was ist jetzt mit der Angel? Ach so, ja, richtig. Nach 6 Monaten kam endlich wieder Wind auf. Wir waren überglücklich und wollten die Segel setzen. Aber alles war eingerostet. Ich zog mich zu intensivem Nachdenken zurück. Und natürlich hatte ich schon nach kurzer Zeit eine großartige Idee. Ich hängte einfach einen Dosenöffner an eine Angel und angelte damit Ölsardinen. Opi, Ölsardinen sind in Dosen. Ja, eben. Ich wartete, bis ein Schwarm Dosen an unserem Schiff vorbeischwamm. Die Dosen bissen an wie verrückt. Also angelte ich ein paar mit dem Öffner und ölte dann mit den Sardinen unsere Flaschenzüge und Rollen. Und zack, ging die Segel wieder hoch. Tja, und das war genau am ersten Tag nach dem dritten Neumond im vierten Jahr. Das ist ja wohl eindeutig nur Anglerlatein, Opi. Von wegen. Tja. Es gibt noch ein Foto von mir, wie ich gerade eine über 3 Meter lange Dose geangelt habe. Ich hol's gerade. Haltet mal die Angel. Eine 3 Meter lange Dose. Wer soll das denn glauben? Hey, helft mir mal! Da hat was angebissen. Los! Nicht locker lassen! Ja, hoch damit! Los! Ja! Ist nicht wahr, oder?